apocalypse. Was war das? Habt ihr das auch gerade gehört? Einmal knallt das hier? Ich habe das Gefühl, hier passiert gleich irgendwas. So, ja Leute, ich grüße euch erstmal hier zu einer neuen Folge vom LS22 mit der Feuerwehrmod. Ich bin gerade so ein bisschen irritiert oder auch verwirrt. Weil meistens, wenn es irgendwie knallt oder man irgendwas Lautes hört, werden wir gleich alarmiert zum Einsatz. Ach, ja, gut. Was haben wir denn? Einsatzstichwort? Habe ich mir schon gedacht. Einsatz... Ach du Scheiße, was? Gut, dann kann ich mir das richtig vorstellen, was das jetzt für ein Knall war. Da ist gerade ein Zug im Bahnhof verunglückt. Aus bisher unbekannter Ursache. Ach du meine Güte, Leute. So, das passt ja auch gerade, dass ich hier in der großen FF unterwegs bin. Ich wollte eigentlich gerade die Fahrzeuge warten. Aber das muss jetzt erstmal warten. Fun Fact hier am Beginn des Videos hier, ne? Zu Beginn des Videos. So, wir gucken, was passiert ist am Bahnhof. Zugunfall. Mehr wissen wir nicht. Ach du liebe Scheiße, was ist hier denn passiert? Zugunfall mit Bus, ich sehe mehrere Leute. Einsatz vorbereiten. Wir brauchen sofort die Unterstützung von den Nachbarfeuerwehren. Schickt alles, was Wasser habt. Also das sieht richtig brutal aus. Wir haben hier Leute... Liebe Freunde, einen Zug, der mit einem Bus am Bahnhof kollidiert ist. Warum auch mitten im Bahnhof? Das ist ganz, ganz merkwürdig. Erste Einsatzkräfte sind vor Ort von der großen Freiwilligen Feuerwehr von Waldstätten. Nächste Fahrzeuge sind schon auf dem Weg. Das sieht ehrlich gesagt überhaupt nicht gut aus. Der Zug hat den Bus volle Breitseite umgeschmissen. Ich sehe da viele verletzte Leute im Bus. Wir sind erstmal an der Alarmbereitschaft. Wir rücken erstmal aus mit sämtlichen Fahrzeugen. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein Knall ist. Habe ich bisher auch noch nie gehört, also dass sich das so anhört. Na, hier funktioniert die Follow-Me-Mod schon wieder nicht. Habe ich das Gefühl? Ne, geht nicht. Dann fahre ich erstmal mit den HLF 10 alleine hin zum Unfallort. So, nächstes Fahrzeug ist am Einsatzort eingetroffen, das HLF 10 der großen Freiwilligen Feuerwehr. Die machen sich auch sofort bereit und gehen hier zur Menschenrettung vor. Das sieht wirklich nicht gut aus, das hat so brutal gekracht hier am Einsatzort. Wir schauen jetzt mal, wie wir am besten da jetzt rangehen. Also, die anderen Feuerwehren sind alarmiert. Rettungsdienst auf jeden Fall auch. Alles, was dazugehört, wird jetzt hier gleich vor Ort eintreffen.
Aber bis die hier sind, dauert es halt noch ein bisschen. Es geht nicht immer so schnell. MTFA ist am Einsatzort eingetroffen. Wir brauchen hier sofort Unterstützung von mehreren Kameraden am Einsatzort. Und ich bin jetzt erstmal weiterhin der Maschinist, hole erstmal noch ein paar Fahrzeuge raus. TLF kommt noch mit, DLK und TSFW bleiben erstmal in der Feuerwache. Wie gesagt, die anderen Feuerwehren sind auch gleich vor Ort. Die haben natürlich aber einen wirklich langen Anfahrtsweg zum Einsatzort, beziehungsweise bis zu dem Dorf hier ist es schon ein bisschen, aber die Unterstützung ist auf dem Weg. Die kommt. TLF ist jetzt auch am Einsatzort eingetroffen. Wir machen mal ganz, ganz schnell alles auf. Man sieht bloß in den Gesichtern der Kollegen pure Angst. Die sind alle ganz schön baff, die sind ganz schön geschockt über dieses Bild hier gerade. Das sieht man natürlich auch nicht jeden Tag. Wir hatten vor ein paar Monaten auch schon mal so einen Zugunfall, auch mit dem Bus. Aber da ging ja wirklich alles noch gut vonstatten, aber das sieht hier alles ein bisschen schlimmer aus. So. Dann gehen wir erstmal direkt rüber zu der Rettungswache von Waldstätten. Die ist hier nämlich komplett einmal alarmiert. Die Tür machen wir wieder zu. Die wollte ich eigentlich gar nicht aufmachen. NEF1, NEF2, RTW1, RTW2, alle Fahrzeuge sind alarmiert zum aktuellen Einsatz im kleinen Dorf von Waldstätten. Wo bin ich jetzt gelandet? Achso, ich bin hier. Das ist nämlich gut, das passt mir. Das passt richtig gut, dass wir hier gleich so schnell vor Ort sind. Der RTW1 ist am Einsatzort. Wir holen jetzt erstmal die anderen, würde ich sagen. Und dann können wir alles noch aufmachen, so wie wir das brauchen. Dann erstmal den RTW2 mit zur Unfallstelle. Oh, jetzt haben wir selber noch einen Unfall gebaut. Bin ich ein bisschen weit rüber gespawnt gerade. Wollte ich gerade gar nicht. RTW2 ist auch am Einsatzort eingetroffen. Dann kommt das NEF2 zum Einsatz. Das ist jetzt hier auch direkt am Einsatzort schon eingetroffen. NEF ist auch jetzt an der Unfallstelle und dann kommt noch das NEF1 zu guter Letzt und dann haben wir erstmal alle Einsatzkräfte von der Rettungswache vor Ort. Als nächstes machen wir weiter mit der Feuerwehr. Oder, nee Quatsch, wir haben ja noch einen RTW, den wir brauchen. Dann machen wir doch erstmal die Fahrzeuge und dann die Feuerwehr hinterher. Ich habe hier nämlich noch einen RTW oben in dem kleinen Dorf von Waldstätten. Das ist der nächste RTW, der hier an der Unfallstelle eintrifft. Hier werden wirklich viele, viele RTWs gebraucht.
So, dann sind die dann erstmal vor Ort und dann gehe ich gleich mal weiter rüber. Ich habe hier nämlich noch weitere Autos, die ich hier auf jeden Fall mitnehmen möchte. Das ist erstmal der leitende Notarzt. Gerade bei so einem großen Unfall ist der wichtig. So. Dazu kommen wir gleich, würde ich sagen. Genau, dann hat die Berufsfeuerwehr, die rücken auch aus mit mehreren Fahrzeugen, die wir auf jeden Fall alle hier brauchen werden. So, ich mache es mal auf, ne? Hier auch noch. Dann kommt der AT3 erstmal mit in die Nähe. So, die Berufsfeuerwehr trifft jetzt hier gerade nach und nach ein mit ihren Einsatzfahrzeugen. Ich muss mal kurz das HLF 10 ein bisschen rüberstellen. Das habe ich doch ganz schön nah rangestellt hier an den Einsatzort. So, dann kann ich nämlich erstmal hier alles aufmachen. Alles, was wir aufmachen müssen natürlich. So, dann beim RTW die Liege raus, die Türen an der Seite auf. Wenn es dann geht. Das ist hier schon wieder ein Einsatz, der in die Geschichte eingeht, ne? So ein schwerer Unfall. Hier in diesem kleinen Ort, das ist wirklich schrecklich. Das ist einfach nur unschön, ne? Gerade wenn so viele Leute betroffen sind. Damit muss man auch erstmal richtig klarkommen hier. So, als nächstes das TLF auf Mercedes-Benz Unimog. Ich muss natürlich auch ein bisschen gucken, dass auch alles passt von den Fahrzeugen her. Denn man muss natürlich auch bedenken, dass der Bus und der Zug da auch irgendwie aus dieser Position befreit werden müssen. Weil das hat sich auch alles komplett einmal verkeilt miteinander. Von daher könnte das alles ganz schön schwierig werden. So, dann haben wir den Kommandowagen, den neuen von der Berufsfeuerwehr. Ich glaube, wir stehen gerade mitten im Haus, so wie es aussieht. Hier vorne würde ich hin. Der KDW ist jetzt auch am Einsatzort. Warte mal, den stellen wir mal ein bisschen nach hinten. Der muss ja jetzt nicht unbedingt alles blockieren hier. So in etwa. So, was haben wir denn noch hier? Hier, warte mal, den Logistiker auf jeden Fall. Den holen wir auch mit raus. Den können wir da auch gut gebrauchen. Also der ganze Bahnhof ist gerade komplett einmal vollgestellt. So, ich quetsche mich hier noch so ein bisschen dazwischen, weil wir halt an das Fahrzeug ran müssen hier. So, das passt auch richtig gut, ne? Das ist halt die richtig passende Größe für solche Einsätze hier. Das Auto kommt überall durch, das kann sich überall durchdrängeln. Da wäre zum Beispiel der Unimog, das TLF nicht durchgekommen, weil das einfach viel zu groß und viel zu breit ist. So. Die Einsatzkräfte sind am Einsatzort. Dann würde ich hier noch die Notfallseelsorge mitbringen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, weil wirklich die Bilder, die man im Kopf hat, nicht so einfach weggehen. Ne? Und dadurch muss man natürlich auch mit den
geschulten Leuten reden, die sich damit auch wirklich auskennen. Und deshalb kommen die auch hier zum Einsatz. Ich weiß, die waren sogar beim letzten Zugunfall mit bei. Das hat auch alles richtig gut funktioniert, obwohl die eigentlich hier nicht stationiert sind in Waldstätten. Die kommen immer aus den Nachbarortschaften. Okay, Notfallseelsorger sind alle am Einsatzort und dann, was natürlich ihnen überhaupt nicht fehlen darf, ist die Polizei, ne? Habt ihr bestimmt schon vermisst gerade, oder? Ne, die kommt natürlich auch mit zum Einsatz, also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch die Polizei hier vor Ort haben. Die muss sich unbedingt um den Verkehr kümmern.